Ja, hallo liebe Sportcast-Freunde. Die Olympischen Spiele sind ja vorbei, aber der Sport sorgt weiterhin für Diskussionsstoff. Zum Beispiel Fußball-Bundesligist Werder Bremen. Der wirbt nämlich demnächst für den Geflügelhersteller Wiesenhof. Werder bekommt Hühnerbrüste. Schon eine sehr schöne Überschrift. Bei uns fällt da der alte Sportreporter-Satz ein. Die Abwehr, ein Hühnerhaufen. Ja, Wiesenhof wird ja aber allerdings auch Tierquälerei vorgeworfen. Doch sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, beim Geld denken die Clubs doch nicht mehr an die Moral. Nehmen Sie zum Beispiel Schalke 04. Die werben schon seit Jahren für das zwielichtige Unternehmen Gazprom. Eingefädelt der Deal damals von unserem Altkanzler Gerhard Schröder. Also ich find's gut. Naja, ich meine, vielleicht findet sich auch für den VfB Stuttgart ein moralisch fragwürdiger Sponsor direkt aus dem Ländle. Wie wäre es mit Heckler und Koch? Und im Slogan, der VfB und wir, jeder Schuss ein Treffer. Einfädeln könnte den Deal dann VfB-Präsident Gerd Meuser, denn bei dem ist ja zumindest das Mundwerk schon waffenscheinpflichtig. So, hier noch ein Aufreger, den Menschen beschäftigt. Spielzeug soll 22 Mal giftiger werden. Ja, eine neue EU-Richtlinie soll das erlauben. Viele Eltern sind entsetzt. Kinder und Jugendliche freuen sich allerdings, denn so entfällt die lästige Drogenbeschaffung. Man schnüffelt einfach mal kurz in die Spielzeugkiste ein. Aber wo Kinder? Im Kreis Böblingen gilt wie überall Erzieherin verzweifelt gesucht. Ja, keiner will diesen Job mehr machen. Ich verstehe es aber auch. Schlechtes Gehalt, anstrengende Arbeit und dann den ganzen Tag dieses Rumgebrülle. Und irgendwann fangen die Kinder auch noch an zu schreien. Ja, weiter geht's auch hier. Kinder zum Dritten. Ja. Eine tolle Idee hat das Böblinger Gesundheitsamt. Es gibt nämlich Baby-Computer-Puppen an Jugendliche aus. Diese Puppen schreien sehr realistisch, müssen dann gefüttert, gewickelt oder sonst wie betreut werden. Und so können die Jugendlichen schon mal merken, ob sie einem Alltag mit Baby gewachsen wären. Tolle Idee, aber ganz ehrlich, die Babyzeit ist anstrengend. Aber richtig schlimm wird's doch dann in der Pubertät. Das heißt, wir brauchen auch Pubertätscomputerpuppen, die man morgens sich auf dem Bett kriegt, die nachts spät nach Hause kommen und dann einfach mal besoffen in den Hausflur kotzen. Naja gut, ich meine, dann will vielleicht gar keiner mehr Nachwuchs in Deutschland. Ein interessantes Thema beschäftigt die Böblinger Gemeinde. Soll das städtische Hallenbad einen Hubboden für 140.000 Euro bekommen? Ja, in der Käthe-Kollwitz-Schule im dortigen Bad, da gibt es schon einen. Da können die Kinder dann ganz toll durch diesen auf- und absenkbaren Boden schwimmen lernen. Man darf nur nicht auf den falschen Knopf drücken, sonst lernen sie erstmal tauchen. Ja, vielleicht sollte der Gemeinderat mal eine Probefahrt auf dem Hubboden machen. Man kann ja auch mal ohne Wasser anfangen. So, was haben wir noch? Was Neues gibt es schon in Herrenberg, und zwar im dortigen Krankenhaus. Einen neuen Fachbereich, die Proktologie. Wenn ich genau weiß, um was es da geht, da geht es um Hämorrhoiden. Andere Enddarmerkrankungen. Man kann also sagen, diese Abteilung ist für den Arsch. Ja, jetzt sind wir schon im Intimbereich angelangt. Da passt auch unsere letzte Meldung dazu. Ein Exhibitionist hat sich in Böblingen vor zwei jungen Damen entblößt. Die haben allerdings ganz genau hingeschaut und viele Details erkannt. Hier zum Beispiel, Exhibitionist mit Irokesenschnitt. Wo genau, steht allerdings nicht dabei. Sehr lustig finde ich auch, dass der Mann sich anschließend in Richtung Elefantenbrücke entfernte. Ob das jetzt Zufall oder Größenwahn ist, lassen wir mal dahingestellt. Ja, liebe Sportcast-Freunde, und was sind Ihre kleinen perversen Fantasien? Träumen Sie davon, mal Lack und Leder zu tragen? Oder auch mal FDP zu wählen? Oder beides zusammen? Wenn ja, dann behalten Sie es für sich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Schreckenberger.